Es ist Montagmorgen, 7:45. Machst dich gerade, habe ich gehört. Schön, dass du alleine hergekommen bist. Bin extra gerade mit Roxy angereist. Der Baum muss weg! Weg mit dem Baum! So, jetzt wird gefrühstückt und gespeist wie in besseren Kreisen. Feinstes Schweizer Frühstück, das sieht doch gut aus. Feinstes Ei, der mägere Bargeber nimmt leider eine vollwertige Mahlzeit zu sich. Denk an den frisch gepressten O-Saft. So, der Stress ist so groß, dass ich mir sogar Schnitten schmieren muss, weil Barker gleich los muss. Vielleicht lieber doch damit kurz halt. Kann schon damit sein. Das ist die griechische Währung. Wo sind wir denn hier? In Griechenland? So, das völlig überteuerte Frühstück to go. Kauft mehr Merch. Und kommt alle ins Hotel, ihr Schweine. Und erzähl mal bitte was über den Osten. Hier kann es auf jeden Fall nicht mit diesen 0-Euro-Schein sein. Bleib mal bitte kurz stehen, ganz kurz. Endlich mal ins Loch greifen, ohne zu fingern. So, hier haben wir den echten, den einzig wahren Eistee. Marihuana ist nicht gut. Angekommen im Hotel. Ja. In 40er, was machst du? Ich mach Wahnsinn, ich will es bloß verschieben, Alter, von der Länge. Anonymous 21 entleert 13 Diamanten aus dem Darm. Mann, Junge, jetzt kriegst du es. Ah. Ich lass einfach so. So, der gute Tierblume hat Pizza springen lassen. 2 Meter Pizza habe ich für Sie. Genau. Pizzabrötchen, Cinnamon Rolls, Lava Cake und die 2 Bier. Okay. So. So, Becks, 2 Pizzen, haufenweise Pizzabrötchen. Jawohl, die Mast. Verdammt. Woher wusste die Tierblume, dass du gerne Becks trinkst? Oh, Junge, ich trinke eigentlich nur Energy Drinks. Na, auf jeden Fall, danke Gamel, dass du das alles möglich gemacht hast. Kein Problem, also das Business. Alter Tierblume, Grüße gehen wirklich raus, das ist einfach nur schön. Junge, das schmeckt. Nein! Waren die 2 Schuhe oder war das 1 Schuh? Das war nur einer. Junge, dieser geizige Hals halt, kann nicht mal 2 Schuhe mitbringen. Junge, was hier abläuft, ist einfach nur geisteskrank. Halt nur noch deinen Brief. Das schmeckt. Junge, Zimtbrötchen. Zimtpizzabrötchen, Alter. Och, das ist einfach nur. Nein, Rico, wie schmeckt das gute Leben? Alter, Domino's, ne? Schon geil. Also. Besser als hier Luigi's. Alles ist eigentlich besser als Luigi's. Warum ich jetzt den Namen schlecht rede, also den Pizzalieferanten, für den wir ausgeliefert sind, ausgeliefert wurden. Wir wurden einem Auto ausgeliefert und mussten unter den schlimmsten Bedingungen überhaupt absolut fettdurchtriefte Pizza an unschuldige Personen beliefern. Und das könnt ihr nur wieder gut machen, wenn ihr das Hotel mit Unmengen von euren Eis beliefert. Von der Pizza will ich nicht mal wissen. Luigi's Pizza. Aber das Eis, das könnt ihr ruhig mal herschicken. Luigi. Mitten in der letzten Folge steht der Schänder auf und holt Deo, weil es einfach nicht mehr aushält. Boah, diese Socken, Alter, Junge. Beschreib das mal bitte. Das ist absolut widerlich, Alter. Genauso verschimmelt wie die aussehen, desto verschimmelt sind die Füße. Nein, Rico, wie läuft's? Gamel, ich hoffe, du wolltest einen Schein auszahlen lassen. Ja,
Ja, aber diesmal habe ich auf jeden Fall fett abgesahnt, und zwar die Kekse. Und der Schänder, Junge. Ja, ich habe auch den Jackpot. Na, bedient euch, ihr Arschgeier. Das ist der letzte Müll. Ich bringe übelst Kacke. Alter, weißt du, wie viele Araber das schon angepasst haben? Mahlzeit. So, hier ist der Trainingsanzug und hier sind die restlichen Sachen. Ich zeige das, weil ich es jetzt möchte, nicht weil ich muss. Das war jetzt nicht mal Teil der Abmachung. Mata Athletics hat mir ein neues Paket geschickt. Da ist der Trainingsanzug drin, diese Cap und zwei Sticker, T-Shirt. Hier mit dem klassischen Gewehrmuster. Man kennt die Firma sicherlich von der Cap, also von der weißen Cap mit dem Gewehr drauf, die Bones MC immer getragen hat. Ich möchte auf jeden Fall mal Danke dafür sagen. Ging auf deren Nacken, werde aber nicht dafür bezahlt, es zu zeigen. Vielen Dank. Und wer sich für das Teil interessiert, das, also wer meine Streams verfolgt, hat schon gesehen, wie ich damit Karaoke betreibe, auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Cooles Ding eigentlich auch, das ging auf den Nacken von Sony. Ja, Review davon wird es zeitnah geben, auf Outlast ein Review. Schickes Gerät, kann man hier schön Karaoke machen und das ist voll mobil. Ist ein bisschen kleiner als der Teufel-Lautsprecher und viel leichter. Kann man ja relativ praktisch tragen. Das Ding wird wohl auf Männertag zum Beispiel mitgenommen. Das ist halt schon keine schlechte Angelegenheit, obwohl ich mit dem von Teufel auch sehr zufrieden bin. Aber der ist halt nochmal eine andere Dimension. Was ich jetzt nicht so schön zu erzählen habe, ist, naja, ihr kennt mich ja, wenn ihr meine Instagram-Stories verfolgt, ich fahre gerne mit Roller und Skateboard und hier gibt es jetzt ein Problem. Das ist sozusagen der Hebel fürs Gas geben. Das ist eingeschaltet und das geht nicht mehr. Schade, da muss ich die Firma jetzt mal anschreiben, was wir da jetzt machen. Der wurde mir auch geschickt für Videozwecke. Ja, jetzt geht er nicht mehr. Geil. Mager. Und über das Wohnzimmer habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht richtig aufgeklärt. Ich habe jetzt halt mal einfach mich an den Grundsatz gehalten, nicht immer nur quatschen, sondern einfach mal machen. Habe meinen Fernseher rausgehauen, habe mein Sofa rausgehauen, etc. Die Regale nochmal neu gestaltet und mir dieses Regal noch neu erworben. Hier habe ich jetzt meine ganze Technik drin. Geiles Ding, muss ich sagen. Alle Ladestationen unten, Kameras, Kamerazubehör zum Filmen, noch mehr Zubehör, was man also braucht, Stative, Gimbals, Objektive etc. Oben die Shishas, nur so als, hier kommen sie halt mal ordentlich unter. Und dann habe ich auch endlich mal hier mit meinem Onkel die Panels installiert. Die hat mir vor anderthalb Jahren mal die Firma Avenia geschickt, dazu kam nie ein Review. Es ist jetzt sehr hell, deswegen wirkt das nicht. Aber die kann man anmachen, die haben 3000 Lumen ungefähr jedes. Machen also auch nochmal schönes, sehr helles Licht hier für, vor allem auch kaltes Licht für dieses Zimmer. Lichtanlage wird dann noch fertig gemacht. Hier kommt ein richtig schöner, höhenverstellbarer Tisch in die Mitte des Raumes. Der ist auch ziemlich groß, dann noch ein Whiteboard irgendwie dorthin. Und dann habe ich hier etwas, was ich fast schon wirklich als Studio bezeichnen kann. Ja, den ganzen Kram muss ich natürlich jetzt noch entfernen hier, aber da der Trödelmarkt gut gelaufen ist, habe ich jetzt mal wieder Platz im Keller. Und da kommt das ganze Zeug runter. Ja, es macht Fortschritte, das Ganze. Geil, oder? Also ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden, aber ich freue mich richtig drauf, wenn das Ganze wirklich fertig ist. Dann geht das mit den Reviews auch mal wieder los, dann habe ich wieder Bock. Und auch mal eine Grundlage hier, was anzufertigen, was nicht auf einem Sofa passiert oder so. Hat zwar jahrelang wirklich Spaß gemacht, so dieser Mindest-Lifestyle, aber man will sich auch irgendwie mal steigern und entwickeln. Und ich denke, das Ergebnis wird ganz angenehm sein. Moin, moin, servus, moin.
Ich habe es jetzt geschafft, den größten Teil hier. Berg liegt hinter mir. Vom Hauptbahnhof nach Klotzsche im Prinzip. Kann man gerne nachgoogeln, wenn ihr woanders herkommt. Es geht nur berghoch. Und ich habe es jetzt in einer Dreiviertelstunde geschafft, bin gleich da. Im Vergleich zum letzten Mal, letzte Woche. Alter, geil. Also die Steigerung ist jetzt schon krass. Beim zweiten Mal. Ich bin zwar immer noch ein bisschen fertig, schwitze wie Sau, aber ey, meine Beine fühlen sich normal an. Fühlt sich so geil an. Ich bleibe auf jeden Fall dran. So ein Gefühl ist die beste Motivation. Na, wen haben wir denn hier? Ist das wirklich Iglus Mulmus? Endlich geht die warme Jahreszeit mal wieder los. Das ist einfach nur wunderschön. Iglus Mulmus!